Ja, also das Bild werde ich nachher noch erklären. Ich habe es schon mal eingeschaltet. Sieht ja auch ganz interessant aus. Der Thomas Gebauer hat gesagt, ich soll also nicht vom Manuskript abweichen, wie ich mir heute früh vorgestellt hatte. Meine Frau sagt das auch, weil ich dann zu lange rede. Ich soll nicht in einen Erzählstil kommen. Ich erzähle aber trotzdem eine kleine Geschichte am Anfang. Dann gehe ich wieder zu meinen Notizen zurück. Ich habe also vor 2 Tagen im Garten gearbeitet. Ist ja auch ein Resilienzfaktor, nicht? Flow kriegt man da. Sieht bei mir nur immer so aus, dass ich da mit dem Kopf ganz woanders bin. Und ich war bei dieser Tagung und habe an Luise Redemann gedacht, mit der ich befreundet bin, mit der ich aber seit einem halben Jahr nicht mehr gesprochen habe. Da habe ich gedacht, komme ich jetzt in einen Loyalitätskonflikt als jemand, der das Resilienzkonzept mit ihr sehr teilt und wir haben auch einige Sachen zusammen geschrieben und so weiter. Da habe ich gesagt, wie kriege ich das hin, wenn ich ihr das erzähle, dass ich auf einer Tagung war, wo das Resilienzkonzept also massivst kritisiert wird und so weiter. So, und man könnte an ein höheres Wesen glauben. Auf einmal kommt meine Frau mit dem Handy in den Garten und sagt, Luise Redemann am Telefon. So. Dann habe ich ihr das erzählt, was ich hier vorhabe, worüber wir hier diskutieren werden. Und dann sagt sie, ja, ich sehe das inzwischen auch so. Ja. Und ich habe gerade einen Vortrag darüber gehalten. Kann ich dir schicken? So. Jetzt habe ich das Vortragsmanuskript hier und da lese ich einfach was drauf vor. Aber nur nicht so lang. Also da sagt sie, es ist wichtig zu sehen, dass Leidvolles Teil unserer Existenz ist. Im Gegensatz dazu meinen heute viele, dass man nur alles richtig mache, was unter anderem die Resilienz, Salutogenese und Ressourcenforschung gefunden hat. Sei Leiden gänzlich vermeidbar. Man könne alles meistern. Krankheit sei nur noch persönliches Versagen. Das Vermin-Wings-Unglück und der öffentliche Umgang mit dem Piloten und seiner angeblichen Depression hat das mehr als deutlich gemacht. Und auch mit Erfahrungen, die als traumatisch gelten, zum Beispiel Krieg, wird man leichtfertig, indem man zum Beispiel Soldaten, die Resilienz, präventiv stärke. So soll zum Beispiel mit Hilfe der positiven Psychologie eine unbezwingbare Armee aus hochresilienten Soldaten entstehen. Das Bedrückende daran ist, dass das, was als Projekt der Befreiung beginnen sollte, inzwischen verkommen zu sein scheint zu einem neuen Unterdrückungsinstrument. So schrieb mir ein Kollege aus einer Reha-Klinik, diese neoliberal deutlich geprägte Selbstoptimierungsgesellschaft und Ökonomie erschöpfe die Menschen, weil nämlich viele Patientinnen diese neoliberale Weltsicht am wenigsten verstehen. So gesehen kommen sie mir oft gesünder vor als andere, die so hervorragend zu funktionieren scheinen, fährt der Kollege fort. Ja, ich soll ja über Psychotherapie und den Neoliberalismus in der Psychotherapie sprechen. Was machen überhaupt Psychotherapeutinnen? Ich sage immer so, Psychotherapeutinnen stellen Rituale und Verfahren zur Befreiung von eingeklemmtem Leben zur Verfügung, also von psychischer und psychosomatischer Not und Beklemmung. Diese Einklemmung oder Beklemmung kann eher neurotisch sein oder eher traumatisch. Meistens fördern dann in der Mittelphase der therapeutischen Sitzung die Therapeutinnen so Aktionen in Trance oder irgendwie seltsam etwas verfremdete Aktionen. Sie lassen assoziieren oder spielen und so weiter. Immer geht es um Regenerationsrituale. Die Vorläufer der Psychotherapeutinnen sind die Schamanen und traditionellen Heiler. Es gibt immer eine abgegrenzte Sitzung, manchmal sind das 55 Minuten oder 60 Minuten, mit so einer Anwärmphase am Anfang, dann eine Aktionsphase, wo es irgendwie tiefer geht oder zur Sache geht und dann eine Ausklingphase, wo es dann wieder in den Alltag hinübergeführt wird, das Leben und Handeln, ist immer abgegrenzt. Ein intimer, geschützter Raum entsteht, wo mit einer eigentümlich intensivierten, verfremdeten Begegnung gearbeitet wird. Ein Als-Ob-Raum, wo zum Beispiel Geister erscheinen können, Verbotenes herauskommen darf und so weiter. Immer auch sanktionsentlastet. Es geht um Reinszenierung, Neuinszenierung von eingefahrenen Beziehungsmustern, aber immer auch um die
Entdeckung und Stärkung von biografisch spezifischen Kraftquellen. Dazu gehören auch Imaginationen, ich würde sagen mit der Mentalisierungsforschung geerdete Imaginationen, also nicht Imaginationen, wie man sie im Nachttraum hat oder in der Psychose. Nicht? Die müssen immer mit der Realität zu tun haben. Am Ende der Stunde, der Sitzung oder der ganzen Therapie fühlen sich die Patientinnen im Idealfall wie neugeboren. Ne? So, es ist so ein Regenerationsritual. Manche haben auch schon von der Hebammenkunst gesprochen. Der Psychotherapeut ist eine Art Handwerker, Seelenklempner, finde ich ganz in Ordnung, und zugleich Inszenierungsexperte, der intensive Begegnungen herstellt. Also das Handwerkerbild ist in der Bezeichnung Chimney Sweeping von Anna O. Bertha Pappenheim irgendwie drin und auf der anderen Seite auch in ihrer Bezeichnung Talking Cure irgendwie dieser Hinweis, dass da etwas Seltsames inszeniert wird, dass die Begegnung intensiviert. Am Ende werden die Stunden abgerechnet, jedenfalls in unseren Breiten. Also auch andere Menschen machen aber wichtige und manchmal sogar wichtigere Sparten der Beziehungsarbeit. Die Sozialpädagogik macht etwas anderes. Ich würde sagen, mit Tiersch, wenn ich da richtig liege, kann man sagen, Sozialpädagogik hilft, gelingenderen Alltag vorzubereiten und zu begleiten. Also das ist dann ja auch nicht so abgegrenzt auf 55 Minuten oder so. Die haben es irgendwie auch schwerer, die Sozialpädagogik. Oder das ist sehr basal, sonst könnte man gar keine Therapie machen, wenn ich Pädagogik, Sozialpädagogik als Basis stattfindet. Die Pflege macht wieder etwas anderes. Da geht es um die Sicherung der körperlichen und psychischen Integrität über den Tag und die Nacht hinweg und sehr stark auch um die Würde der Betroffenen, der Patientinnen. Die Sparten der Beziehungsarbeit inklusive Medizin sollten kooperieren, statt sich zu hierarchisieren und irgendwie Grabenkämpfe zu liefern. Wie kommt jetzt der Neoliberalismus in die Psychotherapie hinein? Zunächst einmal über unsere Patientinnen, die vom Neoliberalismus gezeichnet und geängstigt sind, teilweise sich aber auch mit seinen Imperativen identifizieren. Sie sind von biografischen Konflikten und vom Neoliberalismus eingeklemmt, teilweise sitzt dieser Neoliberalismus aber auch schon in ihnen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der mächtige überindividuelle Subjekte herrschen, das Kapital, die Märkte, allem voran das Monster Finanzmarkt, eine Bezeichnung übrigens von Horst Köhler, ehemaligen Bundespräsidenten, Monster Finanzmarkt. Und es gibt sehr wählerische Investoren, die zugleich scheu sind wie ein Reh. Es kommen in die Psychotherapie die Standortbewohner und solche, die es gerne wären, zum Beispiel als Migranten und Flüchtlinge herein möchten. Sie möchten ihre Arbeitskraft unter wiederholter Hervorhebung ihrer Alleinstellungsmerkmale anpreisen und verkaufen. Sie müssen die Arbeitskraft so verkaufen. Sie müssen ihr Ich zur Marke stilisieren und rutschen trotzdem oder gerade deswegen von einer narzisstischen Krise in die andere. Die Selbstoptimierung, ich glaube, der Begriff ist von Trojanow, der gestern nicht da war, ist anstrengend. Bald beginnt man die Kluft zwischen Scheitern, Schein und Sein zu spüren. Älter werden ist riskant, aber nicht zu verhindern. Die verschärfte Konkurrenz führt zu einer Polarisierung zwischen Winnern und Losern. Über die Letzteren darf man inzwischen lachen. Dazu gibt es eigene Shows, nicht? Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Neuerdings heißen sie sogar Opfer, die Loser. Die Arbeit ist von Beschleunigung geprägt, von einem ständigen Ranking der Mitarbeiter nach ihren Verdiensten. Es wird ständig gemessen, evaluiert und reformiert, wobei dieser Prozess mit einer dauernden Verdächtigung der Mitarbeiter verbunden ist. Die würden nicht zu viel arbeiten. Die wollen ja nur viel Geld für wenig Arbeit haben. Was übrigens das Grundprinzip der kapitalistischen Wirtschaftsorientierung ist. Nur die Arbeiter dürfen das nicht haben. Ausbeutung, Selbstausbeutung und Entfremdung findet weiterhin statt. Sie heißen jetzt nur anders, zum Beispiel Burnout. Die Lohnarbeitervertretungen sind geschwächt. Die Konkurrenz der Arbeiter kann sich an der immer auch notwendigen Solidarität und Teamorientierung vorbei auf bösartig fantasievolle Weise zum Beispiel als Mobbing durchsetzen. Man jagt Sozialparasiten und arbeitsscheue Drohnen. Die Gruppen der Arbeitenden sind in solche gespalten mit einer gewissen sozialen Absicherung und in solche ohne Absicherung. Arbeitslose, aber auch solche, die nur damit rechnen, arbeitslos zu werden, haben ein klinisch signifikant höheres Risiko, an einer Angststörung oder Depression zu erkranken. Gibt es eine ausführliche repräsentative Untersuchung dazu von Zenger und anderen. Die Familie in der Reproduktionssphäre ist immer weniger ihrer Rolle
als kompensatorisches Mini-Sanatorium gewachsen, als Stätte des Glücks und als psychosoziale Reparaturwerkstätte erster Ordnung. Zu den Reparaturwerkstätten zweiter Ordnung gehört unter anderem die Psychotherapie. Die zum Glück an Plausibilitätsverlust leidende patriarchalische Familie zerfällt, was aber wieder Angst macht und einen neopatriarchalischen, neofundamentalistischen Boom auf den Plan gerufen hat, überall in der Welt. Zutiefst verwirrend für alle ist die seltsame neoliberale Befreiung und totale Kommerzialisierung der Sexualität in Gestalt der Pornokultur, deren Bilder jederzeit mit Mausklick herbeigerufen werden können. Vom Aufwachsen der Kinder zwischen den Polen des konsumistischen Schnullerkindes, wie das der Psychoanalytiker Verhaeghe genannt hat, und dem Pol des fleißig fitten Selbstoptimierers ganz zu schweigen. Das ist eine Anomie, eine Werte- und Normenspannung, die schwer auszuhalten ist. Der depressive Hedonismus breitet sich aus. Zwischen all diesen unterschiedlichen Identitätsproblemen ist die ausgleichende und abfedernde Ich-Identität oder der Sense of Coherence, wie die Resilienzforschung sagt, total überfordert. Life in Fragments und der große Wunsch nach Ganzheit. Schiefheilungsbewegungen ist Tür und Tor geöffnet. Prekäre und teilweise gescheiterte Lebensentwürfe zwischen neoliberaler Freizügigkeit und rechtsextremer bzw. dschihadistischer patriarchalischer Komplexitätsreduktion sind sozusagen unser Gegenstand in der Psychotherapie. Was macht nun der Neoliberalismus mit der Tätigkeit der Psychotherapeutinnen selber auf der Seite des Handwerkers? Überall wird versucht, die Arbeit zu effektivieren. Man soll beschleunigen, Kosten sparen, das kommt unter anderem von den Krankenkassen. Aber, und in den Krankenhäusern ist es auch so, in den Reha-Kliniken. Ein Grashalm wächst aber auch nicht schneller, wenn man an ihm zieht und ihn ständig vermisst. Das sind eigentlich Heilungsprozesse, Regenerationsprozesse, die man gar nicht unter Druck setzen darf. Die Evaluationsdrohung schwebt über der Arbeit mit oft willkürlichen Messlatten. Anzahl der Patienten pro Quartal, beständig wiederholte psychologische Testung der Wirksamkeit der therapeutischen Arbeit und so weiter. Es kommt wie in der Arbeitswelt überhaupt zu einem beständigen Ranking der Mitarbeiter und der eigenen Arbeit und zu einem Selbstranking. Man fragt sich immer, wo bin ich jetzt auf der quantitativen Messlatte? Eine Vermessung und Selbstvermessung der therapeutischen Arbeit kostet aber wieder viel Zeit und stört die inhaltliche Arbeit. Pseudoökonomisierung und Dokumentationspflicht herrschen. Die Wirkungsforschung tyrannisiert uns. Ganz oben stehen die RCT-Studien, dann gibt es noch naturalistische, empirisch-statistische Studien, wie wir sie auch selber gemacht haben. Ganz unten steht die Fallgeschichte, die gibt es fast gar nicht mehr, also das Verstehen des Einzelnen in seiner Besonderheit. Auf genau benennbare, distinkte Diagnosen wird Wert gelegt, auf die dann ebenso gezielte und wirksame Interventionen folgen können. Die Arbeit wird manualisiert, also in Schritte, Module aufgeteilt. In Wirklichkeit ist das aber ganz anders. Alle Psychotherapeutinnen arbeiten synkretistisch und man muss für jeden Patienten die Psychotherapie neu erfinden. Wettbewerb und Selbststilisierung der eigenen Methode herrschen vor gegenüber Krankenkassen, Geldgebern und den Konkurrenten auf dem Psychomarkt. Resilienz ist so ein Label geworden, das Aufmerksamkeit erzeugt und verspricht, es tut überhaupt nicht weh und du wirst Meilen weiter in der Selbstoptimierung sein, weiter als andere. Das ist eigentlich ein Beitrag zum Sozialdarwinismus wieder. Ich gehe ganz kurz ein auf ein paar Theoretiker der Resilienztheorie. Antonovsky finde ich eigentlich brauchbar und klar mit diesem Sense of Coherence. Ich habe den vorher auch mal erwähnt, dass der eigentlich überfordert ist in unserer Gesellschaft. Seligmann ist ja eigentlich furchtbar, ja. Das ist ja der Mensch, der diese Soldatentrainings macht, langjähriger Vorsitzender der American Psychological Association und so weiter. Der hat eigentlich so eine Tugendlehre entwickelt, wo man auch immer sich selber trainieren kann in diesen Tugenden. Das kann man dann wieder messen, wie weit man da gekommen ist. Ich lese Ihnen die Haupttugenden vor, es gibt dann auch Untertugenden. Wisdom and Knowledge, Courage, Humanity, Justice, Transcendence und Temperance. Zu Temperance gehört auch Forgiveness und Mercy. Also das finde ich immer besonders schrecklich, wenn ich meinen Gewaltopferpatientinnen vorschlagen würde, sie sollen
den Menschen, der ihre liebsten Angehörigen zu Tode gefoltert hat, dann vielleicht auch noch dem Vergiftnis und Mercy entgegenbringt, dann würden die also sofort die Therapie abbrechen oder würden das gar nicht verstehen. Aber das gehört auch so dazu, diese Vorstellung, ich kann praktisch wie der liebe Gott die Welt ändern, wenn ich nur diese Tugenden, diese Resilienzfaktoren kläre. Die sind auch irgendwie messianisch unterwegs. Die Seligman-Anhänger sagen, jetzt ist also eine Golden Era im Amerika des 21. Jahrhunderts angebrochen, in der Psychologie. Ja, das wird sich, jetzt wird alles weg. Diese Viktimologie wird überwunden, Orientierung an der Krankheit, ganz nebenbei auch die Psychoanalyse. Ne? Der andere Bekannte ist ja Csikszentmihalyi, der den Flow erfunden hat. Nicht? Und Flow ist sowas, sich selbst verlieren in der Arbeit und dass es spielerisch zugeht, ist eigentlich nichts anderes als die unentfremdete Arbeit bei Marx, insbesondere beim jungen Karl Marx nachzulesen. Mir fällt dann immer diese HB-Männchen-Werbung ein. Können Sie sich erinnern, in unserer Jugend, das HB-Männchen versucht irgendwas zu basteln, ja, zu arbeiten, dann raucht er seine HB-Zigaretten und dann gehen die Sachen wie von selbst. Nicht? Dann greife lieber zu HB, dann geht alles wie von selbst. Nicht? Also so ist Flow, nicht? So muss man sich das vorstellen. Und jetzt ist Resilienz, Flow eben ein Resilienzfaktor, dann geht alles fast wie von selber. Ne? Ist auch sehr verbreitet in der Sozialpädagogik, habe ich gesehen, und in der Heilpädagogik sollen die Kinder jetzt Flow lernen und ist gut und schön. Also erinnert sehr an die unentfremdete Arbeit bei Marx, die natürlich in unserer Gesellschaft gar nicht sich ausbreiten darf und Marx muss eigentlich verdrängt werden. Zitat von Csikszentmihalyi, also den fand ich eigentlich immer schon schrecklich. Nicht? Also nicht das... Er schreibt hier zum Beispiel in einem seiner Bücher, man stößt gar nicht selten auf Geschäftsleute, Klempner und Rancher und sogar Fließbandarbeiter, die ihrer Tätigkeit ausgesprochen gern nachgehen und sie in den höchsten Tönen loben. Es sind nicht die äußeren Bedingungen, die bestimmen, in welchem Maße die Arbeit zu einem hervorragenden Leben beiträgt. Entscheidend ist, wie man arbeitet und welche Erfahrungen man machen kann, wenn man sich den Herausforderungen der Arbeit stellt. Also, und in seinem Buch kommen mehrfach Beispiele von Fließbandarbeitern, die dann ganz glücklich wurden, weil sie einfach eine andere Einstellung zur Arbeit gefunden haben. Ne? Oder man müsste solche Kurse in Flow, in dieser Flow-Einstellung vielleicht mal den Textilarbeiterinnen in Bangladesch anbieten. Ne? Da würde das Leben leichter aus dieser Sicht. Ja? Das Ganze ist also furchtbar relativistisch, auch man kann dann gar nicht erklären, warum es auch diesen schlechten Flow gibt, also zum Beispiel die Nazis waren wahrscheinlich Flow-Experten, die haben den Leuten dieses leichte und erhobene Lebensgefühl vermittelt, wie ja unsere Großeltern und Eltern manchmal erzählt haben, wie schön das alles war, die Stimmung. Gut. Noch ein Satz aus einer älteren Schrift von Luise Redemann zur Resilienz. Anpassung und Resilienz sind nicht gleichzusetzen, denn Widerstand muss geleistet werden und Aufbegehren kann ebenfalls stärken. Und mir gefällt in diesem Zusammenhang immer das, was Peter Brückner die Dialektik von Anpassung und Widerstand genannt hat. Er macht das unter anderem klar in seiner Kritik an der RAF, wo er gesagt hat, die verabsolutieren den Widerstand, verachten die kleinen Leute, die auch ein bisschen Glück haben wollen, sozusagen in ihrem Schrebergarten, und stellen die Menschen vor eine Alternative, entweder du kämpfst gegen das System oder du bist Komplize dieses Schweinesystems. Nicht? Also das ist völlig unlebbar. Jeder Mensch muss balancieren zwischen Anpassung und Widerstand und das schreibt er auch in seiner Autobiografie, das Abseits als sicherer Ort, wo er das beschreibt, wie er als Jugendlicher, halbjüdischer Jugendlicher, der in einem Internat war, nazidominierten Internat, wie er dann sich anpasst, also zum Beispiel an diese Ideologie der Leibesübungen als wichtigsten Fach, dann war ein ganz guter Schwimmer, hat er das perfektioniert, dann hat er eine gewisse Ruhe gehabt und Respekt gegenüber diesen Idioten oder diesem Terror, wo er dann auch lesen und nachdenken konnte. Und dann gibt es so einen Satz hier, ich hoffe, dass ich ihn finde. Ohne ein Stück Anpassung wird man Opfer eines Systems, dessen Eigentum als Gehilfe man nicht sein will. Also man soll das auch nicht verachten, die Anpassung. Und jetzt würde ich gerne hier zu meinen Folien, da kann ich das erklären, was ich mit der... Da meine...
Hier habe ich ein Gerät. Achso, das ist schon da. Also das ist eine Zeichnung eben von einer Patientin von mir aus Afghanistan. Mit Traumasymptomen. Und da habe ich dann, wie wir das immer so machen, bevor wir uns dem Schrecklichen nähern, habe ich gesagt, was gibt es denn Gutes in Ihrem Leben, können Sie sich auch an was Erfreuliches erinnern. Und da hat sie dieses Bild gemalt, um das später dann ein ganzes Bilderbuch herum entstanden ist für sich und ihre Familie. Dieses Bild war der Anfang. Und ich lese das kurz vor. Die Zeit, in der wir unser erstes Kind Asina bekommen haben und inmitten des Krieges glücklich waren. Leylas Chef war sehr gut. Er erlaubte ihr nur wenig zu arbeiten. Der Arbeitsplatz war wegen der Bomben sehr gefährlich. Wir sehen Leyla und ihren Mann und zwischen ihnen eine Kerze als Symbol für das neue Leben. In Afghanistan und Persien sagt man, jetzt ist Licht in eurem Haus, wenn ein Kind gekommen ist. Die Geburt war unter schwierigen Bedingungen, es fielen Bomben. Im Krankenhaus teilte Leyla das Lammfleisch, das ihr Mann brachte, und die Medikamente, die ihre Schwester besorgt hatte, mit den anderen Frauen auf der Geburtenstation. Ein Beispiel für die Solidarität von Frauen in Afghanistan. Das ist irgendwie ein schönes Bild. Man sieht auch, dass das gar nicht patriarchalisch ist, nicht, dass eben ein Mädchen so eine große Freude auslöst. Und ich habe das Mädchen auch gekannt. So, jetzt war die in so einer Flüchtlingsunterkunft, die Nähe geblieben wird, ja, in Kärnten wird, wo sie dann zum Beispiel das Warmwasser immer rationiert hatten, ist ja einfach billiger, nur zweimal am Tag eine halbe Stunde. Und dann haben die afghanischen Frauen, die dort in der Pension waren, haben dann eine Petition geschrieben, sehr ordentlich und schön, erstmal in Dari und Farsi, diese Schrift sehen Sie da unten auch. Dann wurde das ins Deutsch übersetzt von meiner Dolmetscherin, die mir das aber nicht erzählt hat, weil sie so Sachen eigentlich gar nicht machen darf. Und dann ist das dem Flüchtlingsreferat zugestellt worden. Und da gab es eine große, große Unruhe und das Wasser floss dann wieder. Also das habe ich nicht direkt induziert, aber wenn Patienten diese Dialektik von Widerstand und Anpassung hinbekommen, sie sind auch nicht rausgeflogen aus der Pension zur Strafe, so Dinge hat es auch schon gegeben bei anderen Protesten. Ich gehe noch ein bisschen weiter mit den Bildern. Dann haben wir das auch so. So, das ist jetzt ein Bild, wo sie zeigt, wie das in der Fremdenpension und in Kärnten zugegangen ist. Da sieht man die Missachtung, nicht? Sie haben die Asche ihrer Zigarette über meinem Kopf abgeklopft. Das sieht man dort auf diesem Lebensboot, das da kurz vor dem Sinken ist. Also Missachtung ist das Gegenteil von Anerkennung der Menschen. Und der Widerstand war sehr, sehr schwierig, aber sie haben es letzten Endes geschafft. Hier ist auch noch was Interessantes. Es gab auch was Wichtiges. Es gab verständnisvolle Nachbarn, die den Kindern zum Geburtstag Geschenke brachten. Es waren neue Sachen, damit die Kinder nicht das Gefühl bekommen sollten, sie seien weniger wichtig als die Kinder von Österreichern. Da sieht man, was den Menschen hilft, nicht? Anerkennung als Menschen, so wie andere auch. So, jetzt noch ein bisschen weiter. Da sind Sie jetzt angekommen. Das Bild heißt Ankunft. Da haben Sie Asyl bekommen. Am Ende sind wir mit vielen Schwierigkeiten und geführt von ASPIS, das ist unsere Einrichtung, an unserem Ziel angekommen. Jetzt sieht man, dieses Bild im Gegensatz zu allen anderen Bildern ist irgendwie eigentümlich ordentlich. Ja? So wie ein Schrebergarten, ein großer Schrebergarten sieht Österreich da aus. Alles so Linien und eine Ampel ist dort, Regelungen, Regulierung. Also da geht es wieder mehr um eine angepasste Welt, in der es ruhig ist, in der man das tut, was die Erwartungen sind. Ja? Also wieder die Seite der Anpassung. Ja? Der Widerstand ist auch wichtig, den hat sie auch probiert. Und jetzt noch, ich habe manchmal die Kinder mit in der Therapie, wenn das mit dem Babysitting nicht so klappt. Und das ist jetzt ihr Sohn Mustafa, der unterwegs, der malte immer Raketen. Raketen, Raketen, Raketen. Und das war der Mama ein bisschen peinlich und hat mir gesagt, das kannst du doch nicht machen. Was soll denn der Professor denken über dich? Und dann habe ich gesagt, ja, das wird schon seinen Sinn haben, wenn Kinder immer so Kriegsbilder malen und Raketen. Das hört dann irgendwann auf. Ja? Und sollte das der Zeitzettel sein, dass ich aufhören soll? Nein.
die bekommen manchmal so Zettel, die dann irritieren. Und ich habe natürlich die Kinder nur da gehabt und die durften dabei sein, wenn ich keine traumatischen Geschichten bearbeitet habe mit der Leila, nicht? So, da sehen Sie so eine Rakete. Jetzt hat sie mir erzählt, auf der Flucht war das so. Die sind mehrfach ausgeräubert worden von den Schleppern, also bis sie nichts mehr hatten, nicht? Die ganze Familie. Der Mustafa hatte dann noch so eine kleine Goldkette, die wollte er nicht hergeben bei der Plünderung und dann hat ein Schlepper ihm die vom Hals gerissen, ziemlich brutal. Das fand er ganz furchtbar, ist vielleicht auch sowas wie ein Trauma. Und dann hat er immer gesagt, ich werde Ingenieur oder sowas, Techniker, baue Raketen. Werde Raketen bauen und damit werden dann diese Schlepper uns, die werden dann tot gemacht damit. Nicht? Also gut, sieht man, dass es alles seinen Sinn hat. Jetzt sehen Sie noch ein Bild von ihm, das war etwas später, ja, da sehen Sie wieder Raketen. Und jetzt hat sich aber oben links die Rakete schon in eine österreichische katholische Kirche umgewandelt. Ja? Also ist vielleicht auch so ein Beispiel für die Dialektik von Widerstand und Anpassung. Ja? Und was ich ganz am Schluss jetzt noch sagen möchte, ist, die wichtigste Ressource überhaupt ist etwas, nämlich Anerkennung. Anerkennung findet sich eigentlich selten in diesen bekannten Listen der protektiven Faktoren und so weiter. Und es gibt drei Formen der Anerkennung, die den Menschen im Neoliberalismus und überhaupt helfen für ihre Würde und ihr Gefühl von Selbstachtung. Drei Formen. Das erste ist die Anerkennung im Recht, ja, dass sie als Rechtssubjekte anerkannt werden, ist auch für die Flüchtlinge sehr wichtig, dass sie überhaupt im Sinne der Genfer Konvention die Anerkennung bekommen, dass sie dann aber auch Geschäfte abschließen können, einkaufen gehen normal und so weiter. Anerkennung im Recht und wir müssen auch kämpfen für die Anerkennung von uns und anderen als Rechtssubjekte, das ist total wichtig. Dann kommt die Anerkennung in der Arbeit, das wird Flüchtlingen auch vorenthalten, wird sehr erschwert, dass man über die Arbeit, so wie der Marx, junge Marx und auch der alte eigentlich noch, das sich vorgestellt hat, dass man in solidarischer Verbundenheit mit anderen arbeitet, sich gebraucht fühlt über sein Teilprojekt, das ist die Anerkennung der Solidarität, sagt auch der Honneth so, nicht? Honneth hat diese drei Formen eigentlich unterschieden und ist ja hier, sitzt er in Frankfurt da irgendwo, nicht? Ich habe ihn noch nie gesehen persönlich, aber das ist einfach super, seine Theorie der Anerkennung. Und die dritte Form der Anerkennung, die alle brauchen im Neoliberalismus, die Flüchtlinge und wir, ist die Anerkennung in der Liebe als einzigartiges, unverwechselbares Subjekt. Da will man gar nicht austauschbar sein. Auf dem Markt ist man ja austauschbar, als Kollege, Kollegin auch zum Teil, aber in der Liebe will man ganz einzigartig geliebt und gemocht werden. Und dann, weil wir in Frankfurt sind, noch ein Adorno-Zitat, geliebt wirst du einzig dort, wo du Schwäche zeigen kannst, ohne Stärke zu provozieren. Ja, diese drei Formen der Anerkennung gilt es zu sichern, kann man dann auch vielleicht Ressourcen nennen. Und das geht aber nur, indem man die gesellschaftlichen Verhältnisse mit anvisiert und kritisiert. Danke, dann bin ich fertig. Applaus